Das Steuern von Figuren, die Hexenjagd. In diesem Beispiel werden wir uns mit der Steuerung von Objekten in Scratch beschäftigen. Der erste Schritt ist wie immer die Gestaltung der Bühne. Wir löschen die Katze in der Bühne und fügen eine Hintergrundgrafik ein. Wir verwenden diesmal aber keine Grafik aus der Bühnenbildbibliothek, sondern wir importieren die Hintergrundbilddatei zauberwald.jpg, die Sie als Download in unserem Kursraum finden. Ich habe diese Grafik auf meinem Computer am Desktop gespeichert und füge sie nun als Bühnenhintergrund ein. Ich füge nun eine neue Figur aus der Kategorie Fantasie ein, und zwar das Objekt Hexe. The Witch. Mit dem Werkzeug verkleinere ich die Hexe ein wenig und positioniere sie in die linke obere Ecke. Der nächste Schritt hat das Ziel, die Figur Hexe mit dem Mauszeiger in alle Richtungen steuern zu können. Dieses Vorhaben gelingt in Scratch mit relativ wenigen Befehlen. Wir setzen zunächst unsere Startbedingung, wenn grüne Fahne angeklickt, positionieren die Hexe mit Gehe zu X und Y, sind wieder die aktuellen Koordinaten eingefügt und setzen darunter die Schleife Wiederhole bis, wobei wir die Deklaration der Bedingung momentan noch weglassen. In diese Schleife kommt zunächst der Bewegungsbefehl Drehe dich zu. Und wir wählen im Klappfeld ein eventuell vorhandenes Objekt oder eben den Mauszeiger aus, weil ein anderes Objekt momentan noch nicht verfügbar ist. Wenn ich das Programm nun teste, sehe ich, dass sich die Hexe immer in Richtung meines Mauszeigers dreht. Wenn ich nun möchte, dass sich die Hexe zum Mauszeiger auch hinbewegt, muss ich den Befehlsblock Gehe 10er Schritt einfügen. Den Wert 10 ändere ich auf 3 ab und reduziere damit die Bewegungsgeschwindigkeit. Der nächste Schritt ist das Programmieren einer Abbruchbedingung unserer Schleife. Ich wähle aus der Befehlskategorie Fühlen den obersten Befehl Wird berührt und ziehe diesen in den Schleifenkopf. Im Klappmenü wähle ich aus den Rand. Das heißt, die Schleife wird so lange wiederholt, bis die Hexe den Rand der Bühne berührt. Um unser Programm interessanter zu gestalten und auch eine Hexenjagd zu realisieren, brauchen wir eine weitere Figur, die unsere von uns gesteuerte Hexe selbstständig verfolgt. Dazu müssen wir eine neue Figur einfügen. Ich wähle aus der Kategorie Fantasie ganz unten den Zauberer, den Wizard, und füge ihn per Doppelklick ein. Mit dem verkleinern Werkzeug reduziere ich die Größe ein wenig und positioniere den Zauberer in die rechte untere Ecke der Bühne. Bei Verfolgungen ist immer günstig, dass zu Programmstart die Objekte nicht zu knapp beisammen sind. Wir haben nun zwei Figuren, zwischen denen wir in der Objektliste hin und her wechseln können. Wir sehen, dass das vorhin erstellte Skript für die Hexe gültig ist und der Zauberer noch kein Skript
also noch kein eigenes Programm, besitzt. Wenn man mit mehreren Figuren arbeitet, ist es günstig, diese Objekte immer passend zu benennen. In unserem Fall ändere ich die Figurnamen auf Hexe und Zauberer. Ich wähle per Mausklick die Hexe aus, klicke auf das kleine I und schreibe ins Namensfeld Hexe hinein. Gleichzeitig ändere ich den Drehmodus von frei drehbar auf nur nach links rechts. Danach schließe ich den Eigenschaften-Dialog, wähle den Zauberer aus, öffne den Eigenschaften-Dialog, benenne das Objekt um auf Zauberer und ändere den Drehmodus ebenfalls auf nur nach links rechts. Wir weisen dem Zauberer nun ein Skript zu, das ihm ermöglicht, die Hexe automatisch zu verfolgen, bis er diese erreicht. Wir fügen nun im Skriptbereich die Startbedingung, wenn grüne Fahne angeklickt, ein. Wir weisen im Skript die Anfangsposition des Zauberers mit gehe zu XY zu. Wir lassen nun den Zauberer mit einer Wiederholungsschleife die Hexe verfolgen und fügen aus der Kategorie Steuerung wieder ein Wiederhole bis. Die Schleife soll beendet werden, wenn der Zauberer die Hexe berührt. Deshalb ziehen wir aus der Kategorie Fühlen den Befehlsblock wird berührt ein und wählen im Klappmenü die Figur Hexe. Das heißt, die Bewegungsanweisungen innerhalb der Schleife werden so lange ausgeführt, bis die Hexe erstmalig berührt wird. Der Verfolgungsalgorithmus ist ähnlich wie der Steuerungsalgorithmus der Hexe. Wir fügen nun den Bewegungsbefehl drehe dich zu ein und wählen im Klappmenü wieder die Hexe aus. Für die Bewegung des Zauberers fügen wir gehe 10er Schritt ein. Wobei der Wert 10 zu hoch ist, wählen wir einen Einzelschritt. Wenn die Hexe berührt wird, ist die Schleife zu Ende. Wir programmieren nun noch eine Rückmeldung des Zauberers mit einer Sprechblase. Sage erwischt für 2 Sekunden und danach soll der Zauberer Game Over sagen. Ans Ende des Skripts setzen wir den Befehl Stoppe alles aus der Kategorie Steuerung. Damit wird das Programm gestoppt. Wir testen nun das Programm. Die Hexe folgt dem Mauszeiger, der Zauberer verfolgt die Hexe. Wenn der Zauberer die Hexe erwischt, kommen die Sprechblasen. Danach stoppt das Programm. Wir haben gesehen, dass sich die Hexe nach der Berührung durch den Zauberer, während die Sprechblasen angezeigt werden, noch weiter steuern kann, bis dann der Befehl Stoppe alles ausgeführt wird. Und das soll in einem Spiel aber nicht sein. Drum müssen wir unser Programm so weit abändern, dass auch das Hexenskript bei Berührung mit dem Zauberer beendet wird. Das erledigen wir beim Skript der Hexe. Ich wähle im Schleifenkopf anstelle wird Rand berührt, wird Zauberer berührt aus. Dann endet der Steuerungsalgorithmus der Hexe bei Berührung mit dem Zauberer. Wir können unter der Schleife noch eine Denkblase einfügen. Und obwohl das Hexenskript
nun eigentlich beendet ist, kann ich als sauberen Abschluss dieses Skripts den Befehlsblock Stoppe alles einfügen. Das würde allerdings auch den Algorithmus des Zauberers schon beenden. Deshalb wähle ich statt alles Stoppe dieses Skript. Stoppe alles beendet also alle Skripte, stoppe dieses Skript quasi nur sich selbst.